Hallo Achim, gibst du eigentlich regelmäßig Huminstoffe in deine Becken und wenn ja, beeinflussen die den Biofilm? Natürlich beeinflussen Huminstoffe die Biofilme, ja. Und zwar habe ich zwei Huminstoffprodukte hier. Einmal mein Humin NPK, ja, das ist also ein Dünger auf Huminstoffbasis. Ja, der kommt hier regelmäßig rein. Und oder habe ich aber quasi hier nur die Vorversion. Ja, das Humin Boost. Der ist jetzt auch im Online-Shop. Ja, das ist ein, was hier, ob man das sehen kann. Das ist ein Huminstoffpulver. Ja, und das löst sich zu 100% auf. Ich guck mal, ob man das hier sehen kann. Kann man das sehen? Ja, das oben sieht man so die dunklen Wolken, die sich da oben ins Wasser lösen. Ja, das ist wie gesagt mein Humin Boost, Humin Blackwater Booster heißt das im Shop. Ja, wie gesagt, das ist jetzt seit gestern verfügbar. Wie gesagt, das löst sich zu 100% auf und ja, und macht natürlich etwas, je nachdem, wie viel man reintut. Ich habe jetzt ja nur eine Messerspitze voll reingepackt. Ja, das färbt dann natürlich entsprechend das Wasser. Ja. Allerdings ist das, es ist rum, diese Huminstoffe liegen also in einer Form vor, dass sie nicht den pH-Wert runterziehen. Ja, das tut das nicht. Ja, also wenn man das machen haben möchte, dann sollte man mehr mit Seemandelbaumblättern und mit Erlenzapfen arbeiten. Ah, die seht ihr da vor der Wurzel? Vor der Wurzel den Hongsloy, das Männchen. Steht da so senkrecht vor der Wurzel. Aber man sieht hier, das Becken ist also von vornherein schon, hat schon einen starken Farbstich. Ne? Weil wie gesagt, da kommt auch also sehr viel von dem Humin-NPK rein. Ne? Ja, das Humin-NPK enthält also nicht nur NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kalium, sondern auch dafür steht das Plus, also auch Spurenelemente. Ja, ja und wie gesagt, ich bin da, mein Gut, jetzt waren 25 Milligramm Nitrat drin, also jetzt müsste ich eigentlich nichts reinmachen, aber ja, also man sieht, dass ich da schon um ganz ordentlich was reinschütte. Falls jemand bisher noch nicht auf Like gedrückt haben sollte, der möchte das oder könnte das ja noch tun. Außer ihr findet, dass ich hier richtig Scheiße erzählt habe heute.